Danke schön. Meine Damen und Herren, liebe Minister, guten Tag, grüß Gott. I will stop myself here because it's so schwer für mich. Thank you for this invitation. Of course, it's my first visit in Germany. I'm very glad to be here. I already had some debates with the ministers, and of course, this participation to this event, 61st meeting of the German-Austrian Urban Network. These figures shows already how intense our work was. And of course, your memories and your experience are very valuable. And I can assure you that this urban dimension, it's something very close to my heart. And I will do whatever it takes in the next 4.5 years, more than 4.5 years. I just have 4 months. I'll do whatever it takes to enhance this dimension. Of course, it's my capacity of European Commissioner for Regional Policy, responsible for this Directorate General led by Walter Defa, which he is here. Mr. Defa is not only German, but a big fan of the urban network. So our Directorate General, it's named Regional and Urban Policy, so I'm glad to be here today and to share with you some thoughts. I don't know if we need translation or it's up to you. I don't know. Wird eine Verdolmetschung gewünscht? Maybe you can ask. Yeah. I'll just ask. Okay. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung hier. Dies ist mein erster Besuch in Deutschland und ich freue mich sehr, diesen hier beginnen zu dürfen. Ich habe ja bereits seit meiner Ankunft hier in Berlin mit Ministern gesprochen. Jetzt bin ich hier auf dieser 61. Konferenz des deutsch-österreichischen Urban-Netzwerkes und allein die Zahl 61 zeigt ja schon, wie viel Erfahrung Sie mitgebracht haben und wie wertvoll diese Erfahrung und Ihre Erinnerungen für uns alle sind. Das Anliegen von Ihnen und das Anliegen dieser Urban Agenda liegen mir außerordentlich am Herzen. Ich beabsichtige, in den nächsten gut 4,5 Jahren meiner Amtszeit alles zu tun, was ich kann, um diese Dimension zu fördern. Als Kommissarin für Regionalpolitik bin ich ja auch zuständig für die Generaldirektion, die hier durch Herrn Defa vertreten ist. Die Generaldirektion, die zuständig ist eben für Stadt- und Regionalentwicklung. Of course, coming to Berlin is always something very special. But as a commissioner nominated by a country which 25 years ago were at the other side of the curtain, of the Iron Curtain, I think it's also very emotional for me. So I would like to pay tribute to the German people for your role in unifying European Union, because of course without your courage, we will not have, it will be impossible to think for us to be even here today. Eine Reise nach Berlin ist für mich immer was ganz Besonderes. Und ich bin ja eine Kommissarin, die ernannt wurde von einem Land, welches sich vor 25 Jahren noch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhanges befand. Deswegen ist diese Reise auch für mich etwas sehr Emotionelles. Wir sind den Deutschen außerordentlich dankbar für ihre Rolle bei der Vereinigung und Europas. Ohne sie und ohne ihren Mut wäre es für mich unmöglich, heute hier zu stehen. So, as a Commissioner for Regional Policy, my only fear today is not to transform this Iron Curtain in the Poverty Curtain, and I think we should do whatever it takes from our part and from the governments in Europe to close the disparities that still exist in the map of Europe.
Als Kommissarin für Regionalpolitik ist meine große Angst, dass diese Partnerschaften eben nicht vollständig umgesetzt werden können, dass wir sie voranbringen. Unser Hauptanliegen besteht darin, Ungleichheiten abzubauen, Lücken zu schließen, die es noch in Europa gibt. So as I said, I'm very glad to be here in Berlin. This city is a pioneer in implementing many innovative solutions. You know that we have this idea of smart specialization in our policy, and I always ask myself how we would design the smart specialization, because it's not possible all the regions in Europe to become Silicon Valley, but I am very glad that one region, Berlin, has this chance to be a hub of technology. And I am really, I am here and ask the ministers, and I will ask all the officials to share your experience with other regions, because you did very well on European funds. I have high expectation and optimism for the new programming period, which will be a shift from the point of view of using innovation, technological things, and social things, as Madam Minister said. So solution, you had a lot of solutions that have managed to turn urban challenges into wealth and opportunities for the people, and as this place, of course, it shows us. It's too long. Ich bin sehr froh, in Berlin zu sein. Nicht zuletzt oder gerade, weil Berlin ja wirklich eine Pionierfunktion hat, wenn es darum geht, innovative Lösungen zu finden. Die Idee, die so ein bisschen unserer Arbeit zugrunde liegt, ist ja auch die einer smarten Spezialisierung, das auch in der Politik. Jetzt weiß ich, eins ist offensichtlich, es geht da sehr stark um Innovation, um neues Design, neue Technologien, aber es kann eben nicht in ganz Europa jede Region plötzlich zum neuen Silicon Valley aufsteigen. Berlin allerdings hat das Potenzial dafür, und Berlin hat diesen Teil der Technologieentwicklung bereits in Angriff genommen. Die Minister, die ich spreche, möchte ich auch immer darum bitten, ihre Erfahrungen auszutauschen mit anderen Regionen. Erfahrungen hinsichtlich ihrer Projekte, Programme und hinsichtlich auch des Einsatzes von Mitteln, um Technologie und Innovation voranzubringen und weiterzuentwickeln. Denn die Lösungen, die Sie anzubieten haben hier, das sind ja Lösungen, wo es darum geht, dass Sie die Herausforderungen, die sich für den Menschen stellen, ummünzen in Möglichkeiten und Gelegenheiten, die die Arbeit das Leben der Menschen dann vor Ort leichter machen. Talking about innovation, I just received this little gift, which is actually this is a partnership agreement between European Union and Germany. So this is your ideas. Wo wir schon gerade bei Innovation sind, ich habe gerade dieses schöne Geschenk erhalten, das stellt die Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Deutschland dar. So you have innovation, research, technology, a wide range of examples, like this campus where integration is driven forward through education. I will go later in the afternoon to visit Stadtmutter, a project that will have the chance to see, as I said, which won the Regio Stars Award 2 years ago, and thanks to which 360 migrant mothers got training on a series of areas such as education, health, or languages. I think this kind of social projects are also very important for the time we are living now. Also Innovation. Innovation ist im Grunde immer der Kern zusammen mit Forschung und Technologie. Hier auf diesem Campus sehen wir das als ein Beispiel durch diese Verknüpfung von Integration mit Bildung. Diese beiden Dinge werden hier verbunden.
Nach dem Termin hier werde ich das Stadtteilmütterprojekt in Neukölln besuchen. Das ist ein Projekt, was vor 3 Jahren ja bei uns die Rio Stars Auszeichnung gewonnen hat. Bei diesem Projekt geht es darum, dass um 360 Mütter mit Migrantenhintergrund ausgebildet werden in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sprachen. Das sind solche sozialen Projekte, die wirklich einen Unterschied machen und deswegen für uns so wichtig sind. So all these examples show how far cities stand at the front, forefront of our time. And of course, urban areas concentrate most of today's major societal challenges. But urban areas are also engines for growth. They are places where a carbon low economy can become a reality. And as a minister for environment, you know very well, Mrs. Minister, how long we work together to become cities more diverse and mobility becomes sustainable. I think it's very important to say that European cities are places, thanks to your efforts, to our efforts, where the European Union will reach all the objectives of the EU 2020 strategy. Diese Beispiele zeigen ja, dass Städte wirklich der Ort sind, an dem sich die Speerspitze der gesellschaftlichen Entwicklung abspielt. Städte sind aber gleichzeitig der Ort, wo es besondere soziale Herausforderungen gibt. Diese Bereiche sind darüber hinaus Motoren für Wirtschaftswachstum und gleichzeitig Motoren für die Umsetzung der moderner wirtschaftlicher Ansätze. Diese Ansätze werden in Städten Realität. Zusammen mit der Ministerin bin ich mir über eine Sache bewusst, nämlich, dass wir arbeiten müssen. Arbeiten, um unsere Städte vielfältig zu halten und arbeiten müssen zum Beispiel, um eine nachhaltige Mobilität in Städten zu gewährleisten. Die Städte der Europäischen Union sind dank Ihnen und auch dank unseres Beitrages dabei, das Ziel des Programms Europa 2020 umzusetzen und zu erreichen. So it's obvious for me, it's something very natural that cohesion policy to support the efforts carried out by urban areas, helping them to adapt to major challenges of each time and make, of course, the most of their potential. Deswegen ist es auch völlig klar für mich, dass die Kohäsionspolitik den urbanen Ansatz unterstützt. Es geht darum, sich den Herausforderungen zu stellen und neue Potenziale zu entdecken und zu entwickeln. The Commission is currently finalizing the negotiation and adoption of the cohesion policy programs for 2014-2020, and most of them are already in place for Germany and Austria. And let me take this opportunity to congratulate all of you for this. Die Kommission schließt gerade ihre Arbeit und Verhandlungen ab im Bereich der Kohäsionsprogramme für den Zeitraum 2014 bis 20. Die meisten dieser Programme sind bereits eingerichtet für Deutschland und Österreich und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich für diese geleistete Arbeit bei Ihnen ganz herzlich zu bedanken. I'll just give you a few figures to let you know how we'll address the urban dimension. First figure, at least 50% of the RDF resources of Fund for Regional Development, 50% of these resources for the period, that means 80 billion euro will be invested in urban areas. Ich möchte Ihnen ein paar Zahlen nennen, die Ihnen auch zeigen, was unsere Verpflichtung zu diesem Thema ist, zu dieser urbanen Dimension. Mindestens 50% von EFRE-Mitteln werden eingesetzt im Bereich der urbanen, der städtischen Entwicklung. Das sind ungefähr 50 Milliarden Euro. The second figure, around 15 billion euros from the RDF, will be directly allocated to integrated strategies for sustainable urban development, which will tackle economic, environmental, climate, demographic and social challenges affecting urban areas. Dann eine weitere Zahl. Ungefähr 15 Milliarden Euro werden ausgegeben
für nachhaltige Stadtentwicklung, soziale Entwicklungen und Klimawandel im städtischen Raum. And the third figure, about 250 cities will be empowered to implement these integrated strategies for sustainable urban development. Und ungefähr 260 Städte werden imstande versetzt, integrierte Strategien zur nachhaltigen Stadtentwicklung zu entwickeln. So from my opinion, these figures speak by themselves and they highlight the great opportunities that is offered now to European cities. Diese Zahlen sprechen für sich selbst und sie weisen darauf hin, welche großen Möglichkeiten bestehen für europäische Städte. But the new programs are only a starting point and it is time to transform these programs and objectives into a reality. Diese Programme sind aber nur ein Ausgangspunkt und es ist jetzt Zeit, diese Programme und Ideen in eine städtische Realität umzumünzen. So it is time for all of us to start identifying, selecting and implementing high quality projects, projects able to improve the life of people living in our communities. Es ist also Zeit, jetzt diejenigen Projekte zu erkennen, auszuwählen und zu fördern, die wirklich Auswirkungen haben auf das Leben der Menschen in unseren Gemeinschaften. So, I would like to say a few words more on urban agenda. You know very well that the Commission is currently working on an urban agenda. And over the past years, a growing number of voices at the EU level, national level, local level, have argued that we need an EU urban agenda. Because, of course, we need to enable cities to better put EU policies into practice, but also better adapt EU policies to urban realities. Ich möchte jetzt ein paar Worte zur Urban Agenda sagen. Die Kommission ist ja bereits seit 4 Jahren dabei, hier Arbeiten zu entwickeln. Es geht um die Förderung von dieser Agenda. Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Personen auf EU-Ebene, aber auch auf nationaler und lokaler Ebene, die sagen, darüber hinaus ist wirklich eine europäische Urban Agenda erforderlich. That's why the Commission launched last year a public consultation on the urban agenda, which has delivered, among others, some messages that EU policy need to take account of the impacts on the cities. There is a need for stronger coordination of EU policy regarding cities. In fact, 2/3 of EU sectorial policies rely on cities for their implementation or have direct impacts on cities. And of course, implementation of EU policy should respect the subsidiarity principle. Um nur die Städte imstande zu versetzen, diese Politiken auch umzusetzen, ist es wichtig, dass die neuen Politiken wirklich auch die Notwendigkeiten der Städte berücksichtigen und gleichzeitig sehen, welche Wirkung die jeweilige Politik auch auf eine Stadt oder die Städte hat. Es ist also eine enge politische Zusammenarbeit aller Akteure erforderlich im Bereich dieser Stadtpolitiken. Eins sei gleich angefügt, ungefähr 2/3 aller sektoriellen Politiken hängen auf die eine oder andere Art und Weise von Städten ab oder werden von diesen implementiert. Eins ist natürlich klar in diesem Zusammenhang, die Implementierung einer europäischen Politik in diesem Sinne wird stets und immer das Subsidiaritätsprinzip respektieren müssen. So, by the time we are speaking, our services are finalizing a report which will summarize the main results from the consultation and suggest the next steps. Während ich hier spreche, befinden wir uns gleichzeitig in Beratungen darüber, einen Abschlussbericht vorzulegen. Dieser Abschlussbericht soll einerseits den Diskussionsstand zusammenfassen, den Stand auch der Beratung mit den verschiedenen Akteuren und andererseits nach vorne weisen, hin auf Schritte, die wir nun durchführen müssen. In any case, in my view, a potential EU urban agenda must be, of course, more than a paper. It must result in concrete actions on the ground, in reinforced actions in all European cities implementing our common goals, including in particular those of social inclusion and supporting the shift towards a low carbon economy. Die
Der gesamte Urban-Ansatz muss aber in konkrete Aktionen münden. Das Ganze darf nicht einfach nur irgendwas auf dem Papier bleiben. Konkrete Aktionen also müssen kommen und diese müssen dazu führen, dass alle Städte verstärkt auch die gemeinsamen Ziele umsetzen. Was sind diese Ziele? Hier möchte ich beispielhaft nur nennen soziale Inklusion und gleichzeitig den Übergang hin zu einer CO2-armen Volkswirtschaft. I take this opportunity to invite you all on the 2nd of June in Brussels, when we will organize Cities Forum, the second Cities Forum, which will be an excellent framework to hold a debate on all these issues. And I very much count on your contribution in this process. Ich nutze diese Gelegenheit, Sie auch einzuladen, alle ganz herzlich zu einer Konferenz, die am 2.6. in Brüssel stattfinden wird. Das ist das zweite Städteforum. Das ist ein ausgezeichneter Ort, um gemeinsam zu diskutieren über diese Kernanliegen von Städten. Und ich zähle da auf Ihren aktiven Beitrag. Anyhow, I'm here to express also the gratitude for the Commission for the work you carry out day after day. Because, as I said in the beginning, we think it's one of the areas which did the best in the area of urban dimension. And of course, as we always said, cohesion policy is shaped not only in Brussels, but also in the cities and in the regions. So I would like to congratulate you for everything you are doing. Ganz besonders möchte ich meinen Dank äußern seitens der ganzen Kommission für Ihre Alltagsarbeit, die Sie hier leisten. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir glauben, dass Berlin definitiv eine der besten Städte ist, wenn es darum geht, wie diese urbane Dimension gelebt und umgesetzt wird. Die Kommission möchte, oder die Kommission sieht es so, dass Kohäsionspolitik gemeinsam geformt wird, gemeinsam von Brüssel, den Städten und den Regionen. Und für Ihren Beitrag dabei möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich gratuliere Ihnen dazu. In the end, it is people on the ground like you who make the realities, not us from Brussels. We cannot decide, we just give guidance, but in the end the work is done on the ground by people like you, and I really want to congratulate you. And I'm convinced that cities of all sizes, as well as urban policy, that go with them, have a key role to play in improving citizens' everyday life. Wissen Sie, grundsätzlich ist es ja so, dass wir in Brüssel natürlich eine ganze Menge Vorhaben machen können und schöne Dinge ausdenken können. Aber schlussendlich wird der wirkliche Beitrag von Ihnen vor Ort geleistet. Sie machen den wirklichen Unterschied, nicht wir. Und deswegen möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken und Ihnen wirklich zu Ihrer Arbeit gratulieren. Das sind Städte aller Größen und das sind lokale Gebietskörperschaften und lokale Politiker, die hier die Schlüsselrolle spielen, damit das Leben für die Menschen besser wird. So I can assure you that urban policy will remain a priority during my term. Of course, I would like to build on the good work that my predecessors did, like Mr. Barnier, Mr. Hahn, Commissioner Hahn. So I can assure you that will be a very important objective for me. Und ich kann Ihnen versichern, dass der Urbanbereich und die Stadtentwicklung eine Priorität meiner Amtszeit sein werden. Ich werde dabei aufbauen auf den bereits geleisteten Arbeiten der Kommissare Barnier und Hahn ganz besonders. Und ich kann Ihnen versichern, in der Fortführung dieser Arbeiten liegt eines meiner Kernziele. And I'm sure that your network will continue sharing excellent projects and enabling us to learn from your experience for the benefit, of course, of all the European Union. So, vielen Dank und viel Glück. Thank you. Und ihr. Und Ihr Netzwerk wird auch weiterhin ganz wichtige Arbeit an unseren Zielen leisten. Es geht darum, ja bei Ihnen von Erfahrungen zu lernen und dass andere dahinter von diesen Erfahrungen und diesem Gelernten auch Nutzen ziehen werden. Ganz herzlichen Dank. Thank you. Sorry for the voice.